Hallo zu einer neuen Folge Need for Speed Unbound. Erziele 3 Sterne bei einer Drift-Herausforderung. Das können wir nicht machen, weil ja wir nichts haben zum Driften. Und den wir haben zum Driften, der kann nicht driften. So. Aber unser Wagen hier ist nämlich nicht zum Driften ausgelegt. Fürs Driften ausgelegt, so rum. Manchmal ist dieser Kurvenverlauf ein bisschen merkwürdig. Also das Navi hier. Aber naja. Das wäre auch nur mein Empfinden vielleicht auch nicht. Oder wie, oder wo, oder was? So, dann wollen wir natürlich mal hin zur Garage und gucken, was uns jetzt so erwartet hier, ne? Und wir nehmen nochmal das Graffiti mit. Und wir noch aufgedeckt haben. Hier, hier. Hä? Ach da! Hier ist es doch schon. So. 4 Stück in dieser Gegend hier. So. Bremsquietsch. Hallo? Hallo? Hallo, wir wollen rein hier. Guten Tag. Ja, wir wollen eine Garage aufsuchen. Wir haben nämlich keine Rennen eigentlich. Gesamtgeld 20.000. Haben noch nicht ganz unser Ziel erreicht, ne? Noch nicht ganz. Ich will ganz ehrlich sein. Es ist super, mit der Werkstatt wieder in der Rennszene aktiv zu sein. Ich fühle mich wie neu geboren. Den ganzen Tag in der Werkstatt an den krassesten Karren in ganz Lakeshore schrauben. Das erinnert mich an das eine Mal, als ich mit dem aufgemotzten DeLorean durch die Stadt gefahren bin. Einem was? Ich tu mal so, als hättest du das nicht gesagt. Bringt das was? Nö, haben wir nicht so wirklich. Aber wir müssen mal ein bisschen was an unsere Bremsen machen, ne? Pro verwendet? Also verwendet. Schon verwendet. Okay. Ach, da können wir doch mal ein bisschen mehr einstellen. Machen wir das mal. So, da haben wir noch mal ein bisschen was investiert. Handling. Wir machen jetzt noch mal ein bisschen ins Handling, ne? So, Garage. Wollen wir oder wollen wir nicht? Ne, wir könnten, wenn wir noch was haben. Oh, wir sind schon fast auf A, ne? Mit dem Wagen hier. Wenn wir jetzt noch den Turbolader einbauen, dann sind wir schon auf A. Ohne werden wir machen. Aber wir machen es nicht. Style, Fahreffekte. Hm, das haben wir neu, ne? Würde auch noch passen zu unserem Wagen. Aber das lassen wir mal. Verfügbar, das ist neu. Was ist denn das hier? Schaufel. Was soll das sein? Schaufel? Schaufel. Was macht das denn? Ach, guck mal. Das haben wir auch noch freigeschaltet. Oder hatten wir mal freigeschaltet. Okay, gut. Individuell. Nee, das machen wir noch nicht, oder?
Ich weiß auch nicht. So viel Luftfederung. Okay, Lackierung, Leistung, Camping. Teile. Wie war denn das eigentlich? Wo konnten wir denn das nochmal einstellen? Fahreffekte, Lackierung, Folie, Karosserie, individuelle Karosserie. Das ist das. Bodykit. Also ich finde unseren gar nicht mal so schlecht. Ich wollte unseren Wagen ein bisschen tiefer legen. Das müsste bei Leistung sein, oder nicht? Teile. Okay, das haben wir verwendet. Okay, das geht nur hiermit noch tiefer, oder wie? Handling. Wir könnten da das auch noch mal irgendwo anders einstellen, oder nicht? Naja. 6 Minuten, okay, wir wollen spielen. Jetzt sind wir wieder in der Nacht. Und in der nächsten, dann auf Mittwoch, haben wir noch so ein Würfel-Event. Okay. Wir gucken mal. Zerstöre 4 Bear-Cups. Also das sind wahrscheinlich diese komischen Bärchen. Schließe einen Speedrun ab. Während einer Verfolgungsjagd der Stufe 2 schalte einen Kopf während eines Rennens aus. Naja. Ich sag mal so, wir machen das alles nur so, wie es halt geht, ne? Was weiß ich, wie es jetzt geht, ne? Also. Ich mache das jetzt nicht direkt, ne, dass ich mich darauf stürze jetzt. Take-Tone. Machen wir das mal, ne? Wir absolvieren die Rennen erstmal und dann sehen wir weiter, ne? So, weiter. Starten wir hier, okay? Starten wir mal da, wo es am nächsten dran ist. Du rockst das heute Abend. Was auch immer du tust, es funktioniert. Warte nur, bis die mitkriegen, was diese Crew abliefert. Dein Fahrstil zeigt meine Genialität. Deine Genialität? Ja, es ist nicht nur mein Verdienst, aber irgendwie schon. Weiter so, Speedy. Was? Die war jetzt schon mal. Ich hab hier nur ersten Kooperationswoche hier so komisch werden. Also die eine, die war ja also schon ein bisschen merkwürdig bei Most Wanted, ne? Dass die auf einmal da, der ist jetzt für uns Wetten da abgeschlossen hat. Oder über uns Wetten abgeschlossen hat. Das wird ja hier ganz komisch. Hab ich so den Eindruck jedenfalls. So. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal, wie heißt, mal wieder so ein, ja, wie heißt jetzt? So ein eigenes, ja, Designer und das als Zeitraffer mache. Check it out, listen up. Next up is the test to see who's the best. Let's see who got the whole city on lock. Rev up, gear up. Burn out! Let's go! Go! Auf uns geht's los! Wir haben kein Griff Handling an, ne? Immer so. Aber wir brauchen auch keinen Griff, ne? Ich wäre das gar nicht verkehrt, aber schauen wir mal. Komm aus der Kurve! Ja, wir brauchen den Scheiß hier nicht. So. Oh,
wir hier uns noch selber ausnocken hier. Okay, das ist schon Runde 2 von 3. Und wir sind auch schon Dritter. Zweiter geworden. Schade. Naja, ist halt so. Ne? Es ist halt so, wie es ist. Man, you driving like you stole it. I like your style. Warum haben wir den Wagen geklaut? Haben wir doch gewonnen? Und wir machen weiter. So. Verkehrter Knopf. Wir machen den hier und dann machen wir das hier. Okay, wir sind da vorne. Okay, dann fahren wir da hin. Weil. Right, ja. Else rights. Oh. Wen soll ich fahren? Hi, Justicia hier. Bist du in der Nähe? Brauchst du ein Taxi? Ja, yep. Schnell. Sag mir wo. Okay, dann müssen wir wohl dahin. Hey, ich bin's. Das höre ich, Rydell. Ich wollte nur sagen, dass ich echt stolz auf dich bin. Ach, Boss. Hör doch auf, ich werde noch ganz rot. Weißt du was, Kiddo? Wenigstens schlagen wir die Leute, die uns das angetan haben, auf ehrliche Weise. Danke. Schön zu hören. Dachte, du solltest das von mir hören. Wir sehen uns morgen. Zentrale, ich glaube, ich sehe die Zielperson. Nein, die siehst du nicht. Brauche Verstärkung. Karre hält einfach nicht an. Hab einen Street Rap. Es geht weiter, Zentrale. Schnappen wir den Arsch. Nein. Ist das denn ernst hier oder was? Abgehängt. Der Kippen reißt mir den Arsch auf. Wir müssen die Arschlöcher finden. Ja, das ist besser hier. So. Zielperson also, im Apollonia District entwischt. Also, dass ihr nicht hinterher sucht. Ihr kriegt sie nicht mehr, wir sind ja fertig. Nein. Nein. Ja. Hier einmal ab. Einmal rechts, links ab. Boah. Dass wir hier so rauffahren müssen. Das ist geil. Nehmen wir nochmal den Bierchen mit. Was nehmen wir die mit? Oh, guten Tag! Oh, Brems! Uniki! Okay. Bereit? Bereit? Immer noch bereit? Okay. Danke! Diese Cops sind echt nicht ohne. Innerhalb der Szene hilft man sich. Ziemlich nett von dir. Bringen wir den Razor zum Versteck. Okay. Wo willst du denn hin? Mein Versteck. Geht klar. Wofür haben sie dich denn angehalten? Nicht wirklich angehalten. Die haben meinen Lack zerkratzt und so geflucht, dass meine Oma erröten würde. Oh. Also bist du auf der Flucht. So sieht's aus. Das hier ist Beihilfe. Hoffentlich hast du einen guten Anwalt. Lebendig kriegen die uns nie. Tod oder Freiheit? Geht's dir gut? Wieso starrst du mich mit so großen Augen an? Ich kenn dich. Ich bin Justicia. Freut mich. Hast du dir da hinten den Kopf angeschlagen?
Ich folge dir auf Insta. Tschüss. Punk Funk Diva. Ich liebe dein Zeug. Du musst mal hier ein bisschen querfeld ein. Ich will dort einfach mein wahres Ich zeigen, weißt du? Hab selbst lang genug danach gesucht. Ja, kann man sehen. Deine Aufnahmen von Lakeshore sind direkt, fröhlich, menschlich. In meiner Community musste ich ein Mann sein. Das war die Hölle. Bin da zum Glück rausgekommen. Jetzt lebe ich mein Leben, tue, worauf ich Lust habe und helfe anderen, ihr selbst zu finden. Auf geht's! Ich brauche Hilfe, Leute! Brauchst du nicht. Brauchst keine Hilfe. Das Einzige, was du brauchst, ist ein schnellen Wagen. Wurden abgeschüttelt! Gleich haben wir sie abgehängt. In meiner Community musste ich ein Mann sein. Das war die Hölle. Bin da zum Glück rausgekommen. Jetzt lebe ich mein Leben, tue, worauf ich Lust habe und helfe anderen, ihr selbst zu finden. Wir sind entwischt! Das ist super! Jetzt ist nur die Frage, ist der Kopf denn da oder was? Das ist doch hier die Frage. So. Well. Muss schon gleich wieder. Da, genau hier. Ja, wir müssen denn raus. Ist das egal? Achso, hier. Ist das egal oder was? Wir sind da. Versteck gefunden. Ich muss schon sagen, ich bin echt überwältigt. Ein Promi in meinem Auto. Hey, du hast mir echt geholfen. Das vergesse ich dir nie. Loyalität sorgt für Loyalität. Manchmal. Das schaffst du. Du bist anders. Aufrichtig. Aufrichtig, das mag ich. Okay. Gut. Zum Event gehen. Nein. Da, okay. Okay, jetzt. Nehmen wir das oder nehmen wir das? Ist eigentlich Shigul, ne? So, Aha! 15, also wie 1 und 5 in einer Einzimmerwohnung. Das ist abgefahren. Aber egal, was geht ab, Lakeshore? Wir müssen über Stevensons neueste Obsession reden. Straßenrennen. Oh. Sollte mal ganz leise sein mit ihren 70 km/h in der Schulzone. Vielleicht ist es an der Zeit, dass das LPD einen Blick auf die korrupten Kriminellen wirft, die diese Straßen beherrschen und nicht auf die, die zu schnell auf ihnen fahren. Sie ist ja auch schnell gefahren. Leute, ihr wisst, was ich meine. Lasst die doofen Sprüche. Wow. 70 in einer Schulzone? Was für eine Heuchlerin. Das weiß ich auch nicht, was für eine Heuchlerin. Auf jeden Fall mit mir erstmal wieder abholen. Alle Einheiten. Zielfahrzeug fährt Richtung Rose Hill Drive. Nein. Fährt er nicht. Ich dachte, das Arschloch hätten wir. Das war ein anderes Arschloch. Racer auf Rose Hill Drive entwischt. Zentrale, es ist vorbei. So, ab hier, halt und Treffpunkt. Aber wir haben ja keine Zeit, wir haben schon 18 Minuten. Das ist ein Drift-Event. Handling-Abstimmung. Wollen wir das noch machen? Ja, komm, sonst haben wir ja nicht viel gemacht hier in dieser Folge, ne? Driften! Gucken wir mal, was wir schaffen. Nein, wir wetten mal nicht. Wir machen einfach nur starten. Das ist eine sehr, sehr doofe Voraussetzung, was wir gerade haben hier. Wie kann man in so einer Ding so ein Drift-Event machen, wenn man einen Frontbetriebsladen haben kann? Kann man ja nicht gewinnen. Man kann immer Geld gewinnen, ja, aber man kann eher verlieren dann, ne? Oder? Hä? Okay.
sah auch sehr komisch aus, gerade der Verlauf hier. Okay, das führt nichts wieder hier. Das ist doch scheiße, so ein Event. Ich kann doch gar nicht hier, gar nichts hier machen. Komm, ja, können doch gar nichts hier machen. Das ist schon scheiße gesagt, ne? Das ist ein bisschen sinnvoll, die Rennen hier für uns. Und dann immer 10.000, ey. Das war ja sinnlos hier, das Rennen, ne? Das würde ich aber auch nicht nochmal neu starten, weil das ist sinnlos für uns. Sinnlos. Aber mit diesem sinnlosen Rennen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Tschüss.